Hallo ihr Querlinge, die Affis sind kurz vorm nächsten Evolutionssprung, den wollen wir in der Episode unbedingt machen. Vorher gibt es hier noch eine Höhlenerkundung, denn ein wackerer Affe namens Lady Di haben wir hier, hat eine auch eine Möglichkeit, ich glaube es ist keine Höhle. Das ist eine Texturlücke. Wenn ich die jetzt weiterlaufen lasse, dann fällst du tot um. Naja, also doch keine Höhle. Schade. Oder? Sieht mir nicht so aus. Aber da dieser massive Gesteinsblock da, was ist das eigentlich? Warum ist nach da unten so viel gebaut? Wenn es Gothic wäre, könnte man hier in der Ansicht unterirdische Bereiche sehen, die man oberirdisch noch nicht entdeckt hat. Aber ich glaube, das können wir hier knicken und mal die Musik ausmachen. Wir können direkt weiter nach Hause laufen. Und da oben lang. Ja, Patrick, ich habe doch nichts anderes gesagt. Es ist keine Höhle. Oder es sollte mal eine Höhle werden, aber die wurde aus irgendwelchen Gründen dann vergessen. Wahrscheinlich, weil die Entwickler sich selber keine Map von dieser World hier, auf dieser Open World gemacht haben. Und deswegen irgendwann nicht mehr die Höhle gefunden hatten, die sie noch bauen wollten. Also wird Lady Di hier nach Hause zurückwatscheln. Und dort machen wir dann Evolutionssprung. Erstmal Generationswechsel, weil wir dann den Evolutionssprung erst machen können, wegen der ganzen Mutationsgeschichte. Keine Mutanten, richtig. Wo ist eigentlich zu Hause? Ach, das finden wir auch so. Die Richtung stimmt, das ist die Hauptsache. Wir können auch ein bisschen aufwärts, also aufrecht gehen, üben. Pilze sollten eigentlich nicht mehr so das Thema sein, oder? Wer weiß. Irgendwo da hinten muss es bergab gehen, da kommt ein Fluss und dann ist unser Lager. Und dann bin ich echt gespannt, wo wir uns wiederfinden nach dem Evolutionssprung. Bitte nicht wieder im Dschungel im alten Lager, dann kriege ich einen Anfall. Da ist es schon, mehr oder weniger, an dem Baum da, glaube ich. Komm, geh schön auf zwei Beinen. Das musst du üben, auch noch in deinem Alter. Fast richtig. Ist noch ein Stück. Ach komm, mach mal ein bisschen Tempo hier. Nix mit Feuer. In dem Spiel gibt es kein Feuer. Zumindest nicht für unsere Affen. Bin ich ganz sicher. Was ja fies wäre, ist, du musst einmal komplett so einen Affenstamm Ancestors-like durchgespielt haben, bevor du dann beim neuesten Civilization-Teil anfangen kannst, eine Zivilisation zu gründen. Und wenn du eine neue haben willst, musst du wieder von vorne anfangen. Das wäre ganz böse. Wäre aber technisch möglich. Ich würde jetzt gerne mal das Ding einfach ablegen. Und hier mich zur Ruhe betten. Nee, ich darf kein Greis sein, richtig? Ich muss irgendwie ein anderer sein, wegen Generationswechsel, weil der stirbt ja. Ich muss irgendeinen nehmen, der nicht stirbt. Was macht ihr da hinten? Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch egal.
Gier, du bist wieder mal dran. Leg dich hin. Wir haben 2 Neuronen mehr immerhin. Genau die 2 wollte ich ja haben. Richtig. Also, wir festigen jetzt im anstehenden Generationswechsel dieses Ding und dieses Ding. Energie haben wir genug. Ja, Eier können wir fressen. Und das hier ist ja angeblich... Der frisst einen Fisch. Verstehe ich nicht. Ein Fisch ist weder ein Oviparium noch ein Säugetier. Naja. Das Spiel wird schon wissen, was es meint. Lokalisierung von Bedrohungen. Ja, sehr gut. Ist das hier jetzt irgendwie verbunden miteinander? Oh, weiß ich gar nicht. Und noch mehr haben wir nicht. Ach doch, hier, guck mal, 4. Ausweichmanöver. Stimmt, das kam im letzten Stream irgendwann zwischendurch. So. Ausweichmanöver. Zeit ist maximiert. Dann haben wir 4 von 7. Das soll mir jetzt mal reichen. Also, geh in die Generation. Und dann mach 1, 2, 2. Oh, hier. Ach so, den müssen wir auch noch festigen. Ach so. Ach so. Na dann. Haben wir ja sogar 5 von 7. Das ist doch umso besser. Jetzt bitte Generation wechseln. Fische legen Eier. Ja, im Grunde genommen legt jedes Tier Eier. Und jetzt ploppen die 4 Mutationen durch, die jetzt bei erwachsenen Affen sind. Einmal Ansiedlung. Einmal Sinne. Einmal Motorik und schließlich Kommunikation. Gut. Das war's. Hinlegen. Evolution. Jetzt machen wir einen Evolutionssprung. Ach, da ploppen die auf. Ja. Da können wir gerade gucken. Das ist keine Verbindungsmutation. Das hier ist keine Verbindungsmutation. Die da auch nicht. Die da auch nicht. Die da auch nicht. Und eine haben wir noch. Die da. Nee, das sind alles irgendwie so singuläre oder Sackgassenmutationen. Aber ich glaube, es gibt gar keine Mutationen mehr, die wir haben müssen, damit wir irgendwelche neuen Zweige im Baum aufgesperrt kriegen. Na egal. Wir machen jetzt Evolutionswechsel. Und jetzt werde ich eine auf die Mütze kriegen wegen der 6 Tode, aber so ist es normal. Auf geht's. Wir haben den Sumpf als denkwürdigen Ort entdeckt. Mhm. Wasserfall der 1000 Stufen entdeckt. Die Höhlenschlund-Oase am See, wann auch immer das mal gewesen ist. Und meisterhafter Seenforscher haben wir abgeschlossen, stimmt. Wir haben uns selbst von Vergiftung durch Nahrung geheilt, ja, stimmt. Otterbau entdeckt. Das war da hinten in der Ecke am großen See. Attacke eines Otters ausgewichen, richtig. Einen Otter gekillt, ebenfalls richtig. Ein Machairodus auf einen Otter gehetzt, ja, stimmt. So, was machen wir? Ein Otter eingeschüchtert. Und den großen See entdeckt. Ein Krokodil dazu gebracht, einen Otter zu fressen. Die Steinkopfoase entdeckt.
Und damit den Dschungelforscher abgeschlossen, richtig. Ich glaube, das Abschließen von so Kategorien bringt auch mal extra Punkte. Hochlandgipfel entdeckt, das war dieser Riesenberg da, stimmt. Ein Trichterbogen, der war da in der Nähe, ich erinnere mich. Einem Tausendfüßler ausgewichen. Ihn eingeschüchtert. Und ihn auch gekillt, richtig. Reife Phase 4 erreicht. Maximierte neurale Entwicklung, reife Phasen. Aha. Pilznahrung, ja, das können wir mittlerweile auch, stimmt. Wir haben durch den Umzug irgendwie so eine Clan-Ansiedlung gebaut. Ja, das kam da, diese beiden Errungenschaften kamen damals bei der Neuansiedlung. Territoriale Vorherrschaft haben wir damit auch fertig. Schiefer Baumoase entdeckt im Wald. Und Wurzelnahrung. Ach, Wurzelnahrung müssen wir noch häufiger futtern, glaube ich. Hügeloase entdeckt. Ein Krokodil einen Machairodus töten lassen, ja. Ein Python dazu gebracht, einen Machairodus zu killen, ja. Die Meteoritenlichtung am See gefunden. Fünfmal von derselben leichten Verletzung geheilt, ja. Aufgeschürfte Knie. Flusspferd veranlasst, ein Krokodil zu killen. Und einen Otter zu killen. Und einen Machairodus zu killen. Und einer schweren Verletzung geheilt, ja. Ausgerenkte Knie, genau. Grundlagen medizinischer Erkenntnis. Aha. Sich selbst von allen Arten von Verletzungen geheilt, aha. Das Flusspferd einen Felsenpython zertrampeln lassen. Krokodil ein Pferd killen lassen. Hyäne ein Schwein fressen lassen. Flusspferd eine blattgrüne Mamba killen lassen. Machairodus einen Tausendfüßer killen lassen, genau. Schmetterlingsbaumoase unten in der Höhle, genau. Machairodus ein Pferd fressen lassen. Kratsträucher, Oase der Savanne entdeckt. Erhöhte Zufluchtoase entdeckt. Den versiegenden Wasserfall entdeckt hier in der Savanne, wo die ganzen Nilpferde sind. Machairodus eine Gazelle fressen lassen. Das schwarze Mamba gekillt. Alle möglichen kriechenden Bedrohungen getötet. Okay, das ist damit abgeschlossen. Die Tode werden gleich abgezogen. Also wir haben 44 Leistungen hinzugefügt. Und dabei waren 6 Erfüllungen. Also 6 Kategorien haben wir komplett abgeschlossen in der jetzigen Evolutionsstufe. Du entwickelst dich schneller als die Wissenschaft. Ja, jetzt werden die Tode abgezogen. Genau, 6 Tode. Und 24 Geburten, da kommen wieder Punkte drauf, jawohl. Und wir sind 840.000 Jahre von dran. Sehr gut. Australopithecus afarensis, Luzi. Da sind wir jetzt, was kann denn der? Kann der irgendwas Besonderes? Steht hier nicht richtig? Richtig. Ah, hier steht das. Australopithecus afarensis kommt besser mit extremen Temperaturen klar. Okay, das ist gut für die Savanne. Und das hier ist höchstwahrscheinlich immer wieder das Gleiche, oder? Oder sind die Affen jetzt ein bisschen anders? Ich weiß das immer nicht.
Aber die Evolutionssprung-Animation können wir uns anschauen, weil die kommt ja nicht so oft. Die Quirlinge sind ziemlich brutal, oder? Ich arme Mieze. Und jetzt sind wir nicht in der Savanne, wir sind irgendwo. Irgendwo im Loch. Toll. So, wir kommen besser mit Temperaturen klar, ja. Ich glaube, wir sind irgendwo in der Nähe dessen, wo wir unser Lager hatten, oder? Wir haben 3 Greise und 3 Erwachsene. Wir könnten, wenn wir Hominide fänden, ich spreche absichtlich im vorsichtigen Konjunktiv. Was bist du für einer? Du bist ein Greis? Könnten wir dann uns 3 Errungenschaften holen, von wegen Hominiden adoptiert. Also, hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Du bist selbst der 6. Das heißt, da hinten sind neue Hominiden. Richtig? Ne, das ist ein Skorpion. Da! Das muss eine neue sein. Buffy, wir haben... Eine neue? Oder gehörst du doch dazu? Unten rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, die gehört doch dazu. Scheiße. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee. Ich selber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sehe jetzt hier 7 Affen. Und wir haben 7. Also kann die, die hier gerade war, nicht dazugehören, richtig? Wo sind die jetzt hin? Bist du das? Aber du bist doch dabei. Ich verstehe das nicht. Moment mal, da ist so ein doofer, böser Tausendfüßer. Wir müssen erstmal Waffen machen. Also wenn ich mich nicht gerade übel verzählt habe, müsste hier irgendwo ein Hominide rumstromern, den wir aufnehmen können. Wenn ihn nicht vorher der Tausendfüßler frisst. Aber vielleicht habe ich auch kolossal verzählt. Konntet ihr denn meinem numerischen Argument folgen, was ich hatte mit den 7 plus 1? Nee. Ja, Buffy, ich gehe auch gleich hin, aber ich will mir einen Stock machen, weil ich ja in der Höhle einen Tausendfüßler identifiziert habe. Und der ist garstig. Der kann einen Affen killen, deswegen gehe ich auch mit dem Rentneraffen los. Das ist dann kein Verlust für die nächste Generation, wer auch immer für sie sorgen wird. Ach so, und du musst dich mal hinlegen und... Ach, müssen erstmal ein Bett machen, stimmt's? Jetzt kommt dieser eine Affe mit. Wir machen erstmal ein Bett. Und wenn wir Stangeria finden? Stangeria, da ist Stangeria, stimmt's? Ja. Ganz in der Ecke. Greif zu. Ach, dann halt nicht. So. Guck mal, hier ist schön zwischen den Pflanzen. Da drauf. Ach so, Shangri-La gibt immer nur 2, das ist richtig. Nehmen wir das Ding noch, dann können wir ein Bett bauen und die Expedition beenden. Bauvorhaben beginnen.
So. Expedition beenden. Okay. Hiervon sind drei. Ich selbst steuere den vierten. Da hinten ist der fünfte. Da hinten ist der sechste. Wir haben jetzt hier sechs Affen. Und am Höhleneingang ist Nummer 7. Und unten rechts sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der siebte ist nicht zu sehen. Also ist jeder Affe, den wir hinter dir hier finden, eigentlich ein frischer Affe. Aber abwarten. Erstmal musst du weg. Ist das hier eine Ausgangshöhle oder ist das nur so eine Sackgassenhöhle? Das sieht nach einer Sackgassenhöhle aus. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Also diese Höhle habe ich noch nie gesehen. Die ist irgendwo in einem Winkel verborgen gewesen, der mir neu ist. Ich nehme an, hier ist ein einzelner 1000-Füßer, vielleicht hinten noch ein Klunker und dann war's das. Das ist ein einzelner 1000-Füßer oder nicht? Es sieht wie zwei aus. Ne, ist einer. Jawohl, du hast das gelernt. Okay, das Hinterschübchen wäre frei von Gefahr. Da liegt der versprochene Klunker und ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Aber glauben heißt nicht wissen. Es geht zumindest noch ein ganzes Stück weiter. Hm. Ruh dich aus. Ja. Jetzt geht es hier doch wieder nach oben. Es kann sein, dass die Höhle doch auch irgendwo hinführt. Da ist eine grüne Mamböse. Hause. Oh. Das geht auch von Hand mittlerweile. Das war doch so ein Stressmamba. Oh. Was ist das? Das ist nur so ein Erdfallloch. Ja, hier kann man drin landen, aber von hier aus geht es dann nicht wieder raus. Ich verstehe. Also ist die Höhle am Ende. Ja, für uns natürlich keine Sackgasse, aber natürlich irgendwie schon, weil es lohnt sich nicht hier, diese Höhle als Ausgang zu benutzen. Hallo. Affe. Affe, bitte. Wo sind wir? Ich würde behaupten, wir sind gar nicht so weit weg von unserem alten Quartier von vor, keine Ahnung, ein paar Millionen Jahren. Aber horchen wir mal. Nee, warte mal, hier unten, da ist was. Oh, da ist was, was wir uns angucken müssen. Das ist neu. Ah, das da. Du bist ein Neuer. Du kannst nicht zu uns gehören, richtig? Nee, so. Ach, komm schon. Langsam. Sinne. Hören. Den da bitte einprägen, damit er nicht weg ist gleich wieder. Das ist ein Männchen, das nicht zum Stamm gehört. Richtig. Okay, wir können ein bisschen was machen.
Der scheint Angst zu haben. Beruhigen. Neues Ziel, Gebäre. Einem ängstlichen Außenseiter geholfen, um ein neues Clanmitglied zu bekommen. Schön. Du kommst mir jetzt hinterher, oder? Ja, schön. Buffy, wir haben ein paar neue. Wie viele wird sie noch zeigen? Männchen ist auch eher nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen eher Weibchen. Aber wo ein Männchen ist, ist vielleicht auch ein Weibchen. Und so hatte ich das die ganze Zeit verstanden, dass man gar nicht weit von seinem Lager entfernt dann halt Hominide findet. Und wir haben sie bisher nie gefunden. Die waren definitiv nicht da. Der hier war ja wirklich nicht schwer zu finden. Läufst du raus und horchst mal in den Wind, schon weißt du, dass da irgendwo einer ist. Hier unten ist unser Lager und dem Loch. Wo einer ist, müssen noch mehr sein, hoffe ich. Hab doch keine Ahnung, wo. Wayne, schlaf gut. Und Simon auch. Bis nächsten Sonntag spätestens. Ich mache jetzt mal so einen größeren Kreis, den ich hier laufe. In völliger Unkenntnis, wo ich eigentlich bin. Das ist doch nicht das Gebiet, was ich dachte. Das ist irgendwie noch eine andere Ecke. Weil hier so viele unerforschte Gebiete sind. So viele Fragezeichen. Und die hätten wir eigentlich alle schon längst finden müssen. Und entdecken müssen, wenn es in unserer Nähe wäre. Frisst mal was. Du kannst mitfressen, wenn du magst. Ja, ist genug für alle da. Buffy, du hast meine Gedanken gelesen. Ich fände es auch komisch. Also bei dem Spiel, ich traue dem Spiel das zu. Ne? Aber ich fände es auch komisch, wenn wir jetzt nicht noch einen Affen finden würden. Deswegen will ich jetzt einen größeren Kreis drehen. Was ist denn das? Ist da eine Schlange? Nee. Horchen. Die Schlange merken wir uns mal, sonst irritiert die mich immer wieder. Also Schlange. Ja, hinter uns kann eigentlich nichts sein. Oh, die Meteoriten qualmen noch. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, nach einem Evolutionssprung qualmen die noch? Das ist eine Million Jahre her jetzt. Seltsam. Wir gehen mal auf diesen Felsen da hoch hier, diesen kleinen. Dann kriegen wir auch gut mit, was dahinter ist. Ah, Papi, der war gut. Affe, wo bist du? Es ist der Affe weg, ich fass es nicht. Affe, bist du so doof, hier hochzuklettern? Du bist ein fittes Männchen. Ich bitte dich. Ach, du bist direkt hinter mir. Ja, sehr gut. Hast beschissen und geschummelt. Okay, wir gehen um die Schlange rundherum und dann so einen größeren Bogen mal wieder dann nach Süden oder welche Richtung auch immer das da ist.
und machen dann mal so eine Runde. Es kann auch sein, dass da unten in dem Loch noch irgendwo das weiterging und dass da jemand ist. Das ist auch nicht völlig auszuschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich höher, dass er hier draußen ist. Also, dass die Affen hier draußen sind. Wenn es noch mehr als einen gibt. Ich habe auch gar nicht geschaut, ob die erwachsenen Affen, die wir gerade haben, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das sind 5. Wenn wir jetzt drei Weibchen. Was bist du? Wenn wir jetzt drei Weibchen hätten unter den 5, das wäre es natürlich mit dem greisen Männchen jetzt hier schon wieder möglich, auf volle Mannstärke aufzustocken. Aber eigentlich würde ich ganz gerne noch einen adoptieren. Aber mehr als einen können wir auch gar nicht mehr adoptieren. Mit, ja. Horchen. Da ist eine Hyäne, oder? Oh ja. Das sind also die anderen Hyänen. Hyänen und Schweine. Wir machen mal einen Bogen. Gut zu wissen, dass die Hyänen nachts einfach rumliegen und leicht zu besiegen sind. Aber Hyäne killen haben wir ja schon. Macht keinen Sinn, das jetzt nochmal zu provozieren, wenn es nicht notwendig ist. Patrick, du darfst ja gar kein Let's Play wünschen. Also wünschen darf sich jeder alles, aber das muss ich nicht erhören. Werde ich auch nicht erhören. Weil ich schon weiß, was da rauskommt. Wünschen darf sich der nächste Lakaienverlierer quasi. Bei Iratus. Dann aus einem Set von 20 Let's Plays, das ich dann zur Auswahl stelle. Aber hier reden wir von Sommer. Ich muss erstmal mit Iratus anfangen. Ah, es sind Pferd, schade. Das sind 3, das kann auch kein Hominide sein. Das sind Hyänen. Und die Baphiline darf nicht nochmal, nö. Darf ich jetzt argumentieren, wenn ich zweimal hinter... Nein. Komm, flieh. Wenn ich zweimal hintereinander im Lotto gewinne, ist es erlaubt. Da unten sind Hyänen. Das Pferd rührt mich an. Da sind noch mehr, weitere Pferde, weil ein Pferd nicht alleine ist. Da hinten sind auch irgendwelche Tiere. Ja... Das ist hier irgendwie jetzt nichts mehr. Mach ein bisschen Tempo. Wenn möglich. Verliere deinen Zuwachs hier nicht. Nee, der ist noch da, gut. Sind die ganzen Pferde, das interessiert mich nicht. Hm, genau. Da ist nichts mehr. Auf den Bäumen sind die nicht im Waldgebiet, habe ich recherchiert. Da müssen wir nicht hingucken.
Was ist da? Ja. Oh, Stalker, hau ab! Wo bist du? Verschwinde! Oh, jetzt bluten wir beide. Ist das nicht schön? Nein. Haben wir Kapokbäume hier? Wir haben ja wieder einen Stalker, habe ich ganz vergessen. Ich hätte jetzt gerne einen Bienenstock auf die Wunde aufgetragen. Nein. Kapok gefunden, sonst verblutet mir der neue Ankömmlingsaffe. Wir finden aber keinen Kapok. Natürlich nicht. Stalker. Tja. Das riecht nach Affentod. Bist du hier in der Pampa, hast nichts zum Blutungsstillen. Oh, da sind Hyänen. Da hinten in der Ferne ist ein Fluss, der könnte Schachtelhalm haben. Das ist meine einzige Hoffnung gerade. Aber das ist... Hallo Affe, ich mach doch mal hin. Das ist schon wieder so halbwegs in der Savanne drin und da gibt es Elefanten und alles mögliche böse Getier. So, da ist ein Krokodil, Vorsicht. Haben wir hier irgendwo Schachtelhalm? Nö, haben wir nicht. Klasse. Oh, ist das eine Scheiße mit dieser Blutung von diesem Stalker. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Ja, Krokodil, schlaf doch einfach weiter. Und Büffel, ja, trampelt hier alles platt. Das haben wir schon mal gesehen. Da ist Schachtelhalm. Anwenden. So. Nein. Ich hätte gern diesen Affen im Fokus, weil ich ihn gerne selber steuern möchte. Das ist mir nämlich das Einfachste. Und anwenden. Ja, sehr gut. Und dann machen wir das nochmal. Geben. Genau, und du nimmst auch nochmal eins, weil der nächste Stalker kommt bestimmt. Anwenden. Also verändern. So. Jetzt steuere ich dich. Und schnell zurück ins Waldgebiet, denn hier wollen wir eigentlich im Moment nicht die Savanne sicherer machen, im Sinne von unsicherer.
Baffeline, ich weiß, dass der blutet. Du warst irgendwie gerade im Lurk-Modus, kann das sein? Ich habe ja die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als eine Lösung für das Blutungsproblem zu suchen. Das Katze angerichtet hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir finden keinen weiteren Hominiden. Hat der Stalker schon gefressen. So, der Affe, der hinter uns ist, wenn der verloren geht, ist nicht so schlimm. Das ist so ein Rentneraffe. Dann können wir wieder mal horchen. Was seid ihr für welche? Ihr seid zu viele Geräuschquellen. Das ist kein Hominide. Nee. Der war ja recht nah bei unserer Behausung. Wir sind viel zu weit weg. Dann war es ich wieder. Ne, du warst nur beim Umzug nach dem letzten Evolutionssprung. Da hat dein Abzweig zum Obstgarten dafür gesorgt, dass mindestens ein Affe gestorben ist. Das stimmt, Baffelina. Okay, also da unten in dem Loch, da ist unsere Behausung. Das heißt, hier sind wir wieder halbwegs in ihrer Nähe. Hier könnte ein verstreuter Hominide sein. Ist aber nicht. Hier geht's bestimmt runter zu unserem Bau. Da gehen wir gleich runter. Oben auf dem Felsen könnte ein Edelstein liegen. Ich dachte ja am Anfang, ist total schwierig, die Edelsteine zu finden, aber das ist überhaupt kein Problem. Papi, du bist up to date mit deinen Benachrichtigungen. Ja, das ist, glaube ich, schon eine von unseren, oder? Wobei, die ist so einzeln. Gehörst du? Die ist doch da unten irgendwo. Wobei. Jetzt werd nicht müde, da unten ist eine Frau. Wobei, ich höre immer noch keine anderen. Jetzt ist die weg, was soll denn das? Es ist die hinter uns, was soll denn das? Du bist eine von uns, oder? Ja. Du, ich habe dich leider gerufen, deswegen bist du zu uns gelaufen. Na, super. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir sehen ja unten rechts, dass das eine von uns ist. Ne, ist sie nicht. Hä? Moment mal. Doch, ist sie. Ich steuere ja gerade einen Nicht-Kreisenaffen. Doch, ist eine von uns. Wir haben nach wie vor nur 5 Erwachsene. Ich würde hier noch einen Hominiden vermuten. Aber eben nur einen. Ja, Baffelina sieht schlecht aus. Das Spiel schenkt uns einen. Das ist echt eine total ätzende Spielmechanik. Geh mal da hoch auf den Absatz und horch nochmal und dann sind wir eigentlich relativ sicher. Einmal oben rum. Und hören nur unsere eigenen Leute. Ja.
Dann gehen wir hier runter. Wenn unten noch einer ist, dann ist gut. Ansonsten breche ich die Suche wie immer ab, weil das bringt nichts. Das dauert nur 2 Episoden und dann kommst du zurück und sagst, ich habe nichts gefunden. Da unten ist unsere Behausung. Ist das hier eine Art Weg? Nee, das ist nur so ein Absatz. Wir müssen schon irgendwie klettern. Aber ich glaube, die werden mir ja hinterher gesetzt. Aber wir können auch mal hier das hier entdecken. Was ist das für ein Ding? Verborgener Gartenoase. Das müsste die letzte, die dritte Höhlen. Das dritte Höhlengebiet sein. Und dann haben wir die Höhlengebiete auch komplett. Bin mir nicht sicher, ob ich diesen Ort da unten so toll finde. Vielleicht ziehen wir irgendwann um mit, also in der Evolutionsstufe. Irgendwo. Genau, Meister Höhlenforscher. Ist jetzt die Höhle komplett fertig? Sagt er mir nicht. Du warst aber ganz schön weit weg von den anderen, mein Lieber. Weißt du das? Da hinten sind die anderen alle. Da ist die Höhle. Da bin ich reingelaufen. Und die war hier hinten irgendwo. Weit weg von den anderen. Sonst hätte ich sie ja gar nicht hören und anlocken können. Hüpf. 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 Oh. Au. So, wir haben hier eine schöne Fläche, da sieht man Sachen, da kannst du mal dein Zeug da ablegen. Nimm's dem Alten mal aus der Hand. Dankeschön. Dazu. Du bist ein Neuankömmling, du nimmst die Sache hier gleich in die Hand, beendest die Expedition und dann gucken wir mal, was wir hier für Pärchen bilden können. Beziehungsweise müssen noch ein Bettchen bauen, das ist relativ sicher. Da ist eins zwischen diesen Pflanzen. Das ist auch eine schöne Stelle hier. Das ist von Blumen umkränzt. Ein liebes Nest. Raffi, wir schauen gleich rein. Ich will nur mal kurz jetzt hier für Paarung sorgen und für kleine Äffchen, weil das müssen wir sowieso machen, bevor ja doch noch irgendwie ein Unglück geschieht und ich hier einen Affen kille aus Versehen, der notwendig wäre. Jetzt haben wir 2 Betten. Ich mache noch ein drittes. Und zwar, also eigentlich ist die Stelle ja recht schön hier, aber sie ist so wahnsinnig abgelegen von allem anderen. So, du suchst jetzt mal eine Äffin. Oh. Du bist eine, richtig? So, Single fruchtbar. Ach, nicht das Bett in den Fokus. Bitte die Äffin pflegen. Ja. Ja, und? So. In die Haier. Expedition beenden. Hinlegen. Partner rufen. Und. Partner rufen. Paaren. So. Erste Gewirlings-Nachwuchs-Äffchen. Das ist angesetzt. Ihr zwei gehört zusammen. So. Du bist ein Greis. Du kannst aber mal mir helfen, rauszufinden. Ah, hier. Du bist ein. Single-Affe männlicher Art. Tja. Wer bist du? Ey, warte mal. Ey.
Auch männlich. Ich glaube, wir haben einen Männerüberschuss. Irgendwo, wer bist du? Ah, du bist fruchtbar. Na. Wir haben drei Männchen, zwei Weibchen. Schade. Andersrum wäre es besser, aber es gibt uns die Möglichkeit, später nochmal einen weiteren Hominiden zu finden. Paaren, ja. Wir gucken nochmal kurz hier unten durch den Talkessel, aber ich glaube, wenn da einer wäre, hätten wir den gesehen. Hoppa, das machst mal du. Ist hier unten noch irgendwo irgendwie irgendwer? Nur horchen, nicht rufen. Ah, nee. 2, 4, 6, du bist der Sieb, das passt. Nee, warte mal. 2, 4, 5, 6, 7, wir haben jetzt 8 Affen. 8 Affen haben wir. Hm. Hier unten ist auch so eine Art Höhle, oder? Wo führt die hin? Führt die stumpf an die Oberfläche, weil da könnte dann noch ein anderer Affe sitzen. Den ersten Affen hatten wir ja am Höhenausgang der einen Höhle entdeckt. Das wäre jetzt nicht ganz unlogisch, dass hier draußen ein zweiter Affe sitzt, wenn die Höhle rausführt. Ein schöner Weg. Da kommst du mit deinem Ferrari gar nicht unbeschadet durch. Komm, mach hin. Lauf, Affe, lauf. Ich habe dich nicht gesehen. Hüpf ins Wasser. Hüpf ins Wasser. Der macht dich tot, der Affe. Der. Kannst du bitte mal klettern, dumm Affe. Oh, du bist so doof, weißt du, dann stirbst du halt, ist mir egal. Wer so blöde ist, dem kann ich auch nicht helfen. Raus hier, komm. Das Vieh lässt nicht locker, richtig? Hüpf. Das verfolgt mich. Du kannst doch gar nicht schwimmen, was willst du von mir? Also die Höhle ist lang und tief, aber was heißt das? So, ruh dich erstmal aus. Hoppa. Oh, du solltest ganz dringend mal schlafen. Du sollst nichts ergreifen, du sollst dich hinlegen. Du sollst dich hin und schlaf. Leg dich hin und schlaf. Was ist denn das hier? Inspizieren. Es ist neu. Angucken. Es hat Augen. Was ist das? Afrikanischer entomopathogener Pilz. Das sollte man nicht essen. Guten Appetit. Friss, komm. Was macht der Pilz? Macht er irgendwas? Nö. Leg dich. Nein, du sollst dich bitte hinlegen. Ich will, dass du schläfst. Da kommt noch ein grünen Kreis. Du sollst irgendwie noch den Ausgang dieser Höhle finden und gucken, ob da noch irgendjemand ist. Und dazu darfst du dich rund und gesund schlafen. Mit komischen Pilzen im Magen. Nein, Patrick, abgelehnt. Keine gute Idee. Irgendwie ist das auch nur so ein Loch hier. Aber es ist nicht das gleiche. Aber es ist quasi sehr ähnlich.
Oh, jetzt ersauf nicht. Was ist denn dein Problem? Du hast doch so lange geschlafen, Opa. Sauf was, komm. Schöpf. Sauf dich. Fit. Dennis, schlaf gut. Ich mache auch nur noch diese Episode hier zu Ende und dann würde ich wieder aussteigen in die Off-Stream-Errungenschaften-Sucherei mit den ganzen Tieren. Das ist sonst zu nervig. Habe ich eigentlich die Errungenschaft bekommen? Die Steam-Errungenschaft vorhin bei dem Evolutionssprung. Es gibt doch pro erreichter Evolutionsstufe eine. Ich habe die nicht gesehen. Opa, du wirst es irgendwie schaffen, hier hochzuklettern. Opa, wirst du. Okay, ganz ruhig. Ich kann dieses Spiel steuern. Ja, Mann. Ich? Ah, oh, Hyänen, hallo. Schön, euch zu sehen. Überhang. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Wegen dieses Scheiß-Überhangs kommt die Hyäne, beißt dich, kratzt dich, gibt dir Tiernamen. Fängt an zu regnen. Es ist richtig schön, dieses Spiel zu spielen. Ehrlich. Komm hier hoch aus dem Loch. Mann, oh Mann, oh Mann. Und horch endlich mal in Ruhe. Das ist eine Hyäne, das sehe ich schon. Also ich denke, wir haben genau einen erwachsenen Affen dazu bekommen. Das hat uns bis auf die Tatsache, dass es uns eine Errungenschaft gegeben hat und die nächste Hyäne uns hier schon gewittert hat. Und bis auf die Tatsache, dass es endlich mal diese Aufgabe hier, das ausgewichen. Kriegst du eine drauf, hau ab. Also, es hat uns eigentlich gar nichts genutzt. Wir hätten ein Weibchen finden müssen. Aber immerhin, das Spiel hat unter Beweis gestellt, dass es möglich ist, dass wir nochmal jemanden finden. Vielleicht ist das ja irgendwann mal noch der Fall. Wir gehen wieder runter mit dem da. Fokus. Da will ich hin, genau. Wir müssten beim Generationswechsel mal drei Weibchen und ein Männchen kriegen. Aber irgendwie habe ich da so meine Bedenken, dass das geht. Dass das passieren wird. Ja. Hüpf. Wir werden jetzt auf jeden Fall das nächste Ziel erreichen, nämlich gebären. Das ist ja jetzt relativ einfach. Und kommen so zumindest mit diesen Aufgaben weiter. Auch wenn ich dieses Platzieren von Hominiden vom Spiel immer noch sehr, sehr, sehr schlecht finde. Das ist echt total scheiße. Wenn wir uns mal überlegen, was da bei Banana Joe gewesen ist in seinem Spiel, mit dem fast weggewipten Stamm durch den missglückten Umzug. Und dann hatte er aber welche gefunden, dann, als er nur noch einen Kreisnamen hatte. Ja, so viel Glück muss man erstmal haben. So, runter. Und dann, oh, sucht ihr ein Weibchen, das gebären darf. Du siehst so aus. Oh, komm, wie will ich steuern? Analysieren, wechseln, hinlegen. Und gebären. Ey! Gebären nicht auf den Putz hauen. Das überspringen wir, das ist immer das Gleiche.
Schüchterei Tier ein, kriegen wir auch hin. Erstmal wieder Palm. 4 BBF hier machen. Oh, die haben beide eine Mutation. Wow. Wir machen noch die nächsten Babys. Und gucken nochmal in den ganzen Baum rein. Und dann war es das. Hinlegen. Partner rufen. Paaren. Zwei Schwangerschaften. Gebären. Gebären, komm schon. So. Oh, die haben. Wir haben drei Mutationen. Das ist interessant. Ja, wie dem auch sei. Wir gucken mal rein in die Evolution. Wie sieht's jetzt aus? Wir haben ein neues Neuron. Die Thermoregulierung. Das ist aber dadurch, dass wir hier halt die neue Affenrasse haben. Enzephalisation. Das Gehirn ist gewachsen. Es kann mehr neurale Energie gesammelt werden. Lebenserwartung ist gestiegen, aha. Nigrostriataler Pfad. Die Fähigkeit zur Synthese von Neurotransmittern hat sich erhöht. Es kann mehr Dopamin angesammelt werden. Oh, ist aber vieles ausgereift. Achso, das sind die Mutationen, die jetzt durchkommen, natürlich. Stabilitätskontrolle. Die Fähigkeit beim Waten in niedrigem Wasser das Gleichgewicht zu halten hat sich erhöht. Nährstoffaufnahme aus einer Protein. Nein, aus einer Portion Nahrung wird mehr Energie gewonnen. Und xenobiotischer Stoffwechsel. Ein vollständiger Schutz vor Lebensmittelvergiftungen erfordert weniger Gegenstände mit heilenden Eigenschaften. Und Nozizeptorentoleranz. Die zur Bekämpfung der Auswirkungen einer Verletzung eingesetzten Elemente sind effektiver. Duftgedächtnis. Es ist möglich, sich die Position eines weiteren Gegenstands oder Lebewesens zu merken. Also die man riechen kann. Schlafheilungseffizienz. Die heilende Wirkung von Schlaf an einem Schlafplatz hat sich erhöht. Und Willensstärke. Alle Bedrohungen verursachen weniger Angst. So. Wow. Also das waren die... die Mutationen, die wir in die Evolutionsstufe mitgenommen haben, die haben sich jetzt hier ausgetobt. Wir haben aber auch schon wieder ein paar Neuronen, die angeregt sind. Oder die wir anregen können. Dopaminärge Pfade. Ist die Verbindung hergestellt, wird mehr Dopamin erzeugt. Das kriegen wir hin. Also haben wir ja schon. Das ist auch schon völlig vernetzt. Da geht es von da aus nirgendwo weiter. Und hier zwei weitere. Es fehlt mir die neuronale Energie. Oh, wir müssen sogar Generationswechsel machen. Schaut mal, wir haben hier, da und dort drei. Nummer vier. Wir haben nur vier Festigungspunkte. Da ist eh schon Nummer fünf. Also müssen wir hier unten eine Generation spendieren. Und weiter oben ist erstmal nix. Ja, jetzt wird es langsam dünn mit den schwarzen Punkten, die wir hier erreichen können. Jetzt müssen wir uns langsam angucken, was das alles eigentlich ist. Aber gucken wir noch kurz in die Evolution rein. Evolution. Hallo? Hallo? Irgendwie ging das nicht wie normal. Leg dich hin. Ich kann normalerweise mit... Evolution. Ich kann normalerweise mit den Pfeiltasten hier wechseln. Geht aber gerade nicht. Doch, jetzt geht's. So, wir haben 68%, weil wir jetzt oben einmal weicht der Hyäne aus und einmal entdecke diesen Unterschlupf. Jetzt zwei neue Leistungen hatten. Und was müssen wir noch machen? Buffy, bist du hoffentlich auf Empfang? Das hier ist Meister des Entkommens vor jähzornigen Angreifern. Es gibt noch ein jähzorniges Tier, dem wir ausweichen müssen. Das ist dann... Nashorn, Pferd... Wir müssen noch dem Elefanten ausweichen, bestimmt. Das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Das haben wir komplett. Hier, Entkommen vor Raubtieren. Es gibt noch irgendwelche Raubtiere, denen wir ausweichen müssen. Hyäne habe ich gerade gemacht. Tja, ich weiß nicht, welches Raubtier es noch gibt.
Aber den Tieren werden wir alle begegnen. Das ist ja gar nicht zu vermeiden. Dschungel haben wir komplett. Das hier ist eine Kategorie, die fehlt noch. Das kann aber hier, keine Ahnung. Angeblich kommt ja noch irgendeine Küste. Da gibt es vielleicht eine Küstenregion oder so, die dann erst aufploppt, wenn man zum ersten Mal da in der Nähe ist. Seenforscher haben wir komplett. Das hier ist wieder nochmal irgendwie was Unbekanntes. Savannenforscher, gut, da fehlt uns noch einiges. Aber wir haben auch rund um unser Lager einiges zu entdecken. Das ist zu tun. Waldforscher, das können teilweise auch Waldgebiete sein um uns herum. Höhlenforscher haben wir komplett. Kartograf haben wir erst dann komplett, wenn wir wirklich jedes einzelne Gebiet gefunden haben. Und da fehlen uns natürlich jetzt einige. Das kommt aber auch. Beginn der Spiritualität haben wir auf jeden Fall. Und eins mit dem Universum, da fehlen noch die Meteoriten. Es gibt noch 4 Meteoriten, von denen wir 3 kennen. Ein 4. kann noch im Himmel stürzen. Wir können mit den Meteoriten, die wir dann haben, könnten wir noch theoretisch 2 maximal mutierte Evolutionssprünge machen. Wenn wir denn wieder auf 6 Babyäffchen kämen irgendwann mal. So, dann gehen wir weiter in die Ausbreitung. Baumeister haben wir gemacht, Anführer haben wir gemacht, Rivale. Hier müssen wir doch Tiere einschüchtern. Ja, das stimmt. Das kann ich mir mal angucken. Also offstream. Das hier, die Viecher hier, diese Krabbelnden haben wir alle eingeschüchtert. Machairodus, die haben wir alle eingeschüchtert. Wer weiß, was da noch fehlt. Hier Viecher töten, da fehlt noch so Elefant und Büffel und Nashorn und sowas. Das ist klar, das kriegen wir aber auch irgendwie hin. Tapferer Jäger. Das ist das nächste, ihr bester Jäger. Ja, da fehlt jetzt nur noch irgendwie ein Tier unten. Aber wir haben ja noch nicht alle Tiere kennengelernt. Insofern ist logisch, dass was fehlt. Edelmütiger Anführer. Ja, das ist ja jetzt das Problem. Tja. Das werden wir wohl nicht schaffen. Das hier sind jetzt dieses Hetze-Viecher aufeinander. Krokodil. Flusspferd haben wir komplett. Hyäne. Ja, das muss ich halt offstream machen hier. Diese ganzen listiger Beherrscher. Territoriale Vorherrschaft haben wir komplett. Und schließlich das letzte. Die letzte Kategorie, Handwerkskunst, haben wir. Problemlöser. Irgendwas haben wir noch nicht gemacht. Was kann denn das sein? Wir haben einen Felsen aufgehoben. Also aufgehebelt. Wir haben das Loch zum Stochern benutzt. Wir haben einen Angelplatz benutzt. Wir haben einen Bienenstock benutzt. Und einen Kadaver. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das muss ich recherchieren, da komme ich gerade nicht drauf. Reifer Jäger. Pferd und Gazelle haben wir gekillt, richtig. Eigenschaften von Carbock-Fasern und Zeug angewendet. Es kann sein, dass wir da vielleicht irgendwie was verarbeiten müssen, was ich jetzt noch gar nicht weiß. Aloe vielleicht. Oder diese komischen Pilze, die wir jetzt gerade gefunden haben. Vielleicht muss man die zur Paste verarbeiten. Das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir. Das haben wir. Das kann man noch gar nicht. Mindestens 2-mal selbst von einer Vergiftung durch Nahrung geheilt. Vielleicht Vergiftung durch Schlangenbisse, dass man die heilen muss hier. Vielleicht mal von der Mamba, von der schwarzen Mamba vergiften lassen. Haben wir bisher nicht gehabt. Das haben wir auch hier. Ja, es ist im Wesentlichen tatsächlich. Also es sind Einzelheiten, die noch fehlen. Und dann halt viel noch listiger Beherrscher und töten und einschüchtern. Das sind so die größten Baustellen. Und alles andere ist halt so ein bisschen, ja, es sind vereinzelte Sachen, die noch fehlen. Und natürlich die Entdeckungen noch weiter voranzutreiben. So. Und damit würde ich den Stream jetzt hier beenden. Ich werde jetzt wieder in eine Off-Stream-Phase reingehen und werde mich wieder auf die listigen Beherrscher konzentrieren. Natürlich kann es mir währenddessen passieren, dass wieder ein paar Neuronen ausreifen, weil ich auch was fressen muss, weil ich vielleicht irgendwelche Vergiftungen und so weiter behandle. Ich werde auf jeden Fall mich nur in Gebieten tummeln, die wir schon kennen. Ich werde keine neuen Gebiete entdecken
Und ich werde auch, was wollte ich noch sagen, ich werde auch irgendwas anderes nicht machen. Ich werde aber wirklich nur versuchen, die vier hier aufeinander zu hetzen und vielleicht einschüchtern und ausweichen probieren. Vielleicht auch jagen probieren. Mal gucken. Und ich werde natürlich dann offstream auch ein paar Generationen wechseln. Weil ich jetzt ja schon so weit bin, dass wir genug Neuronen haben, um die nächste Generation anzufangen. Das werde ich tun, aber es ist ja auch jetzt irgendwie auch nichts Besonderes. Ja. So viel von mir jetzt hier zu diesem Spiel. Was habt ihr noch zu sagen? Gar nichts mehr. Ja, sieht gut aus. Wir werden auf alle Fälle. Ja, irgendwas wird mir wieder gelingen. Also, ich denke mal, auf 80% kommen wir dann. Also, wir kommen Richtung 80%. Wenn mir jetzt viel listiger Beherrscher gelingt, kommen wir wahrscheinlich Richtung 80%. Und dann spielen wir wieder ein bisschen weiter und dann gucken wir mal, was noch so geht. Je nachdem, wie es dann aussieht. Dann ist ja auch der nächste Evolutionssprung auch schon gar nicht mehr so weit hin, wenn wir jetzt nochmal viele Prozent der durchlistigen Beherrscher gewinnen. Dann kann man da nochmal ein bisschen weitermachen, ein bisschen noch erkunden. Hier unten um die Ecke haben wir ja vieles an neuen Fragezeichen. Dann geht da was und dann sind wir auf der letzten oder vorletzten Evolutionsstufe. Und dann gucken wir weiter, ob ich noch einmal eine Offstream-Phase machen muss, werden wir dann sehen. Die Offstream-Phase wird wieder, ja, in Real Life bestimmt 3 Wochen dauern. Also dreimal an den Streaming-Tagen werden wir es nicht Ancestors machen, mindestens. Kommt darauf an, wie gut ich hier vorankomme mit dem Spiel und mit diesem Offstream, ja, Errungenschaften farmen. Gut, das soll es gewesen sein für heute.